Da wissen wir auch, woher es kommt. Sieht so aus, als hätte er noch lange nicht genug von diesem Aufreißen-Duell. Psycho heißen. Wow. Richtig bissiger Kämpfer. Man merkt auch, Christian ist richtig vorsichtig. Und wie wir es hören können, die Halle kocht. Und wenn er hier weitermacht mit diesen extrem starken Ellbogen, dann hat er gute Chancen, hier den Kampf in der zweiten Runde zu beenden. Aber Trusček selber im Angriffsmodus. Wahnsinn, sehr, sehr schöner Low-Kick hier. Starker Low-Kick. Also Jung wird auch im Stand-Up durchaus gefährlich, arbeitet hier gut, lässt seinen Gegner ein bisschen in die Konter reinlaufen. Er hat jetzt scheinbar den Dreh raus, wann Ivica Trusček ihn angreift. Und er setzt erbarmungslos nach. Harte Rechte. Wow, aber muss aufpassen. Donnerwetter. Der ist gefährlich. Trusček ist gefährlich. Oh, da kommt Trusček mit einem Knie hoch. Wahnsinn, was für eine Schlacht hier im Stand von beiden Kontrahenten. Unglaublich intensives Duell, was wir hier sehen dürfen. Zäh wie Leder, dieser Trusček. Zäh wie Leder. Trusček gefährlich. Er versteckt sich hinter seinem Ellbogen und wartet drauf. Oh, da ist der Mundschutz weg. Der Mundschutz ist die Möglichkeit für Jungwind, den Sack zu machen. Das war's. Viele er feuert aus allen Rohren. Trusček rettet sich nur noch. Verschanzt sich hinter seinem Ellbogen. Was hat dieser Mann für einen Kämpferherz und für Nehmerqualität? Betonschädel. Die Halle kocht und es ist unglaublich, was dieser Mann hier schon alles auf den Kopf gekriegt hat. Und er macht trotzdem weiter und sucht den Takedown. Macht doch die Guillotine. Letzte Woche üben wir sie noch. Das gibt es doch nicht. Wow. Unglaubliche Szenen hier. 3 Minuten noch. Wow. Unglaublich. Was wow, jetzt hält er den Kampf an, holt den Mundschutz. Unglaublich gut für Trusček. Wartet, macht bitte nichts. Das ist ja bestialisch, was ein MMA. Aber so lange darf man den Kampf auch nicht anhalten. Und die Fans sind wieder lautstark dabei. Die Halle schreit weiter. Der hat vermutlich die Lunte hier gerochen. Und arbeitet mit schwerem Ground and Pound aus der Oberlage, um seinen Gegner hier noch zu finishen in dem zweiten Durchgang. Wow. Trusček holt sich hier wieder Luft. Das ist auch gefährlich hier wiederum. Also ein großes Chapeau an die Nehmerqualitäten von Ivica Trusček und diese... Wow, er blutet wow, sehr stark. Das ist unglaublich. Das sah gerade schon stark aus, als hätte er durch die Schläge getappt. Oh. Das sind Szenen, also unglaublich. Der Cut unterm Auge scheint aufgegangen zu sein. Ja, das Wort der Aufgabe. Holt sich jetzt die Submission, geht auf einen Darkstroke, aber Wahnsinn, das Wort Aufgabe scheint nicht im Vokabular dieses Zähnkroaten zu sein. Wahnsinn. Als hätte jemand mit einer Ketchupflasche, unglaublich, als hätte jemand die Ball mit einer Ketchupflasche besprüht. Und das war's. Wow. Warte, was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Und Ivica Trusček steht immer noch. Was ist hier passiert? Aber das sieht gar nicht gut aus, liebe Zuschauer. Ich glaube, der Kampf wird kurz. Was ist hier passiert? Also ich würde mal sagen, es wäre sehr fahrlässig, diesen Kampf hier weiterlaufen zu lassen. Das wirkt nicht so, als könnte Ivica Trusček hier weiterkämpfen. Wow. Unglaubliche Leistung von Christian Jungwirth, aber es ist bestialisch. Es ist bestialisch und Ivica Trusček, hartnäckig wie er ist, möchte hier sogar weitermachen. Er widerspricht hier der Entscheidung des Kampfrichters und des Referees, den Kampf zu unterbrechen. Ein Freak sondergleichen. Also, da hat... Dieses Duell ist beendet. Da hat der Helfer von der GEMAF alle Hände voll zu tun, indem er hier... Es gibt hier einen Punktabzug. Wäre jetzt mal interessant zu wissen, wofür dieser Punktabzug ist. Wahnsinn. Und ich glaube es nicht. Ich kann es nicht glauben. Wow. Ich glaube es nicht. Dieser Kampf geht weiter. Wow. Was sind das für Szenen? Das ist unglaublich. Jungwind bekommt den Punktabzug, aber das wird ihm höchstwahrscheinlich nicht besonders beeindrucken, denn der weiß, dass er Ivica Trusček hier gleich im Sack hat. Und Trusček wehrt sich hier noch ein kleines bisschen. Boah, hält hier dagegen, aber das ist unglaublich. Wahnsinn.
Ja, das wird gleich, muss doch abgebrochen werden. Wahnsinn. Wahnsinn. Und der Takedown. Boah, so glitschig vom Blut. Unglaublich. Wahnsinn. Wahnsinn. Jung wird in der Oberlage. 1:30 haben wir noch. Wow. Sowas sieht man nirgendwo sonst, außer im MMA, hier bei Octagon. Es sei denn, die jungen Kinder haben sich mal wieder an der Ketchupflasche vergriffen. Dann kann sowas auch zustande kommen, aber es ist unglaublich. Wie glitschig das auch ist. Als würden sie sich hier mit im Ölring hier begeben. Also, und man sieht auch schon, dass Jung wird jetzt noch hier mit Schlägen den Sack zumacht. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Weg. Abo. Er verteidigt sich nicht mehr. Der ist jetzt. Das war's. Der Kiste Sieg. Zweite Runde TKO für Christian de Kelt Jungwirth. Und die Halle B. Hut ab an diese beiden Kämpfer. Stop the reaction. At 4:09, second round. TKO, ground and pound. And the winner is Christian de Kelt Jungwirth.